Das Schachspiel? Die Murmeln? Die Münzsammlung? Was machst du, Henry? Ich überleg nur, was ich will, wenn du weg bist. Tut mir echt leid wegen dem goldenen Dings da. Wieso? Jeder will doch ein goldenes haben. Aber was ist mit dem Fluch? Welcher Fluch? Es stand in allen Zeitungen. Jeder, der ein goldenes Dings da besitzt, stirbt einen grausamen Tod. Das ist gar nicht wahr. Ist es schon. Weißt du nicht, was diesem Mädchen passiert ist? Das hat auch ein goldenes Dings da gehabt. Und sie ist ins Klo gefallen und ertrunken. Und dann war noch dieser Junge, der ist mit seinem goldenen Dings da und seinem Hund spazieren gegangen. Und sie fielen in ein Loch aus geschmolzener Lava. Und alles nur wegen dem Fluch des goldenen Dings da. Oh nein, ich hab ihn gesehen. Den riesengroßen, pechbringenden Pechvogel. Das ist ein Zeichen, dass du verflucht bist. Nein, ich bin überhaupt nicht verflucht. Ich bin verflucht. Nein, ich will aber nicht sterben. Naja, wenn du das goldene Dings da einem anderen gibst, geht der Fluch an den über. Ich schätze, ich könnte dir den Fluch abnehmen. Du würdest dein Leben ja auch für mich riskieren. Henry, du bist der beste Bruder auf der ganzen Welt. Das war ja babyleicht. Laura ist da, eure edelmütige Majestät. Ich kann nicht bis morgen warten. Wenn du wirklich eins hast, Henry, dann will ich es sehen. Auf der Stelle. Peter, ich will ein paar Chips, Schokolade und noch ein bisschen extra Schokolade. Kommt sofort. Mein großer Bruder ist so mutig. Ja, ja, wie du meinst. Also, wo ist es? Es ist wunderschön. Ich will es haben. Auf keinen Fall. Ein goldenes Dings, da ist das Größte. Das gebe ich doch niemals her. Ich gebe dir eine Wasserkanone mit 2 Tanks. Die 3000? Wenn du willst. Brandneu? Noch original verpackt. Abgemacht. Morgen? In der Schule. Wie, du kommst nicht? Morgen wird ein sehr guter Tag. Schau mal. Das ist ja Wahnsinn. Wo hast du das denn her? Ober cool. Ich glaub's nicht. Ja, hast du wirklich geglaubt, ich gebe ein goldenes Dings dafür die Wasserkanone 3000 her? Da musst du schon mehr bieten. Am Montag könnt ihr mir alle ein Tauschangebot machen. Und dann entscheide ich, ob es gut genug ist. Warum Mama das macht. Den Schlüssel kann sie ja doch nicht wegsperren. Noch 2 Tage und dann sahne ich ab. Henry? Was soll das werden? Eine kleine Nervenberuhigung? Nein, Henry, ich will nicht, dass du stirbst. Lass mich in Ruhe. Stirb nicht, bitte, bitte, du darfst nicht sterben. Peter, was ist denn los? Das goldene Dings da ist verflucht und Henry hat's genommen, damit ich gerettet bin. Aber jetzt muss er sterben. Henry, wie kannst du nur so etwas Schreckliches sagen? Gib Peter sein Dings da zurück oder es gibt eine Woche kein Fernsehen. Aber ich brauche es für meine Versteigerung. Henry? Ich will aber ein goldenes Dings da.
Zimmer sieht ja sehr ordentlich aus, Henry. Stern? Aber was ist das für ein Gestank? Oh, oh nein! Oh. Hey, die habe ich mir extra aufgehoben. Und nach dem zweiten Tag hat Henry leider immer noch keinen Stern. Aber der perfekte Peter hat schon zwei. Du da, Henry? Ich dachte, meine Vorhänge könnten mal gewaschen werden. Ich bin beeindruckt, Henry. Was macht der denn da drin? Keine Bewegung, du Zwerg. Betreten verboten. Aber ich brauch doch den Staubsauger. Das ist echt gemein! Tag 3. Und Peter hat nun schon 3 Sterne. Aber unser Henry steht immer noch in den Startlöchern. Ja. Juhu! Sieh mal an, was ich noch fand. Ja! Bald essen wir im Burgerschlemmerland. Das denkst du vielleicht. Jetzt wird er nervös. Aber um ganz sicher zu gehen, habe ich noch einen kleinen Plan. Peters Bild von dem lustigen Hippo hängt auf der anderen Seite dieser Wand. Und jetzt warte ich einfach. Es ist alles absolut perfekt, Peter. Jetzt! Peter steuert mit 4 Sternen zielsicher auf den Sieg zu. Henry dagegen hat keinen. Da wird sich Henry schon was ganz Besonderes einfallen lassen müssen, wenn er Burger schlemmen gehen will. Vergiss nicht, heute kommt Louis zum Spielen, Henry. Oh nein, nicht der lustige Louis. Der hat bestimmt seine Scherzartikel dabei und bringt mir mein ganzes Zimmer durcheinander. Ach, woher denn? 4 Sterne. Am liebsten mag ich Kartoffel-Kohl-Auflauf. Juhu! Hey, nicht so schnell! Magst du mal riechen? Nein, danke. Spielen wir doch irgendwas im Garten. aber es regnet. Komm, wir werfen ein bisschen. Nein! Wir setzen uns hin und reden nur. Na gut. Ist alles in Ordnung, Henry? Dein Zimmer sieht so komisch aus. Ja, es ist aufgeräumt. Wer will schon ein aufgeräumtes Zimmer haben? Meine Mutter hat gesagt, wenn es eine Woche lang so bleibt, darf ich zum Burgerschlemmerland. Burgerschlemmerland? Das ist die Sache wert. Außer mein blöder, kleiner, schleimiger Bruder bekommt mehr Sterne als ich. Wie viele Sterne hat er denn schon? 4. Und du? Keine. Dann müssen wir uns jetzt aber was ganz Besonderes einfallen lassen, damit du zum Burgerschlemmerland darfst. Aber was? Vertrau mir. Da bin ich ein Fachmann. Mach's gut, Louis. Und danke. Bis dann und viel Glück. Also, ich muss schon sagen, Henry, dein Zimmer ist wirklich sehr, sehr ordentlich. Danke, Mama. Aber Peters Zimmer ist auch ordentlich. It's so easy being me. I'm home, Henry. Guten Tag.
der Generalprobe. Nehmt bitte alle eure Position ein. Linda? Du warst auch gemeint. Vielen Dank. Gut, die Wolken dort drüben, die Blumen da drüben, Gewitterwolke dahin und die Regentropfen hier vorne. Und es geht los. Leicht wie ein Soufflé, Kinder. Leicht wie ein Soufflé. Madame, Henry schubst mich. Och, und plié. Konzentration, Laura. Denk an ein Gewitter. Madame, Henry tritt mich. Ferse spitze, Drehung nach links und schön die Arme schwingen. Pass doch auf. Madame, Henry rampelt uns an. Und Pirouette. Tut mir leid, Madame Tütü. Ich versuche mein Bestes. Vielleicht sollte ich lieber nicht auftreten. Jetzt höre mal, Henry. In meiner Klasse gibt niemand auf. Ach nein? Nein. Jeder hat Talent, wenn er an sich arbeitet. Und du wirst mit allen anderen auf der Bühne stehen. Verlass dich drauf. Oh. Was mache ich nur, Bert? Mir muss langsam was einfallen. Vielleicht wird die Aufführung ja so mies, dass du da überhaupt nicht auffällst. Das ist es! Genau! Bert, ich muss mir deinen Karateanzug ausleihen. Hey, danke! Was habe ich denn gesagt? Keine Ahnung. Flau im Magen. Meine Mutter habe ich schon gesehen. Wir sind Wolken. Und wir sind die besten Wolken, die es gibt. Kommt jetzt, Kinder. Es wird Zeit, eure Kostüme anzuziehen. Es ist Zeit für mein Kostüm. Oh, ich hoffe, Peter ist nicht zu nervös. Und ich hoffe, Henry tanzt nicht aus der Reihe. Auf eure Plätze, Kinder. Beeilt euch. Wo ist Henry? Herzlich willkommen zu unserem Ballettabend von Madame Tütü mit ihrer Anfängerklasse. Wir freuen uns alle auf ein neues Stück mit dem Titel Ich höre ein Gewitter. Oh, sieht Peter nicht entzückend aus? Ich kann Henry nirgends entdecken. Wie siehst du denn aus? Naja, wenn's kracht und donnert, muss es auch einen Blitz geben. Halt! Du bleibst hier stehen, rühr dich ja nicht vom Fleck und versuch bloß nicht zu tanzen. Aber hier sieht mich doch niemand. Ja, ganz genau. Ha, geschafft. Karateunterricht, ich komme! Oh je. Henry. Komm, Raffzahn, geh schon da rein.
Na schön. Komm her, mein kleiner Raffi Raffi. Ja, du bist doch ein ganz braver. Kleiner Raffzahn, ich mag dich und du mich. Henry, was machst du denn da? Gar nichts. Um Himmels Willen ist hier los. Raffzahn hat meine Mieze geärgert. Das stimmt doch gar nicht. Setz Raffzahn wieder in den Käfig, Henry. Du hast jetzt keine Zeit zum Spielen. Oh, sieh dir dein Zimmer an. Es ist ja noch chaotischer als sonst. Du kannst es später aufräumen. Leer bitte zuerst alle Mülleimer aus. Na komm, Raffzahn, du musst wieder in dein Käfig. Wenn ich König bin, müssen die Eltern die Hausarbeit alleine machen. Henry, was machst du denn da? Die Mülleimer ausleeren. Ich glaube nicht, dass Mama das so gemeint hat. Das werde ich ihr sagen. Ist mir doch egal. Mama! Ach, typisch. Mama! Henry! Ja? Oh, hast du alle Abfalleimer ausgeleert? Ja, darf ich jetzt zu Bert gehen? Oh, wir sind noch lange nicht fertig, Henry. Papa möchte, dass du ihm beim Autowaschen hilfst. Henry, ich bin gleich wieder da und vergiss nicht, auch die Scheiben sauber zu machen. Was? Das dauert dann ja noch ewig. Wenn keine Scheiben da sind, kann ich sie nicht putzen, oder? Ich spritze das Auto schon mal ab, dann sind wir viel schneller fertig. Oh je! Oh! Henry! Henry, das sag ich aber! Henry, was machst du da? Nichts, Papa. Das Auto ist jetzt sauber. Darf ich jetzt zu Bert gehen? Nein, Mama braucht dich hier oben. Sofort! Also, trag bitte die Wäsche in den Keller runter. Meine Arme tun mir weh. Ich lass sie sicher fallen. Red keinen Unsinn, Henry. Und vergiss nicht, die weiße von der Buntwäsche zu trennen. Ach. Weg, der Zwerg! Oh, da ist noch was. Du sollst die Buntwäsche von der weißen trennen. Na und? Und wenn ich's nicht mache, willst du mich wieder verpetzen? Ja, das mache ich. Mama! Ist doch egal, was welche Farbe hat. Henry, hast du gemacht, was ich dir gesagt habe? Ja, es ist alles in Ordnung. Gut, dann kannst du jetzt dein Zimmer aufräumen. Das ist die reinste Folter. Kann ich mein Zimmer nicht später aufräumen? Ich will doch noch zu Bert. Nicht bevor du hier fertig bist. Leer die Mülleimer aus, wasch das Auto, mach die Wäsche. Bin ich denn euer Sklave? Und heb deine Socken auf, die liegen überall auf dem Boden rum. Da gehören sie ja auch hin.